Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet wundervolle Weihnachtstage gehabt. Falls ihr Weihnachten nicht feiert, hoffe ich trotzdem, dass ihr eine wunderschöne Zeit hattet. Und mit der Weihnachtszeit verbinde ich zwei Dinge: leckeres Essen und wundervolle Geschenke. Und natürlich wird in meiner Familie auch jedes Haustier beschenkt. Da passt dieses Video wie die Faust aufs Auge. Fünf Amazon-Produkte, die ich euch vorstelle. Und nein, damit ihr nicht denkt, meine Katze ist völlig verwöhnt und ich konsumiere wie eine Irre. Ich habe dieses Video geplant und dachte mir, am Ende des Jahres bekommt Catwalk einfach all das, was ich so auf TikTok entdeckt habe oder coole Katzen-Gadgets, die ich ausprobieren möchte. Übrigens, alle Produkte in diesem Video findet ihr unter dem Video in der Infobox verlinkt. Und in diesem Video werde ich ganz ehrlich sagen, was ich weggeschickt habe, was ich behalten habe und was ich wirklich von Herzen empfehlen kann. Und falls es irgendjemand noch nicht verstanden hat, alle Produkte habe ich selbst gezahlt und nichts ist gesponsert. Es ist also meine ehrliche Meinung, getestet von meinem Kater Catwalk. Fangen wir mit einem absoluten Flop-Produkt an, zumindest im Hause Rose, und zwar dieses überteuerte Massagegerät. Witzigerweise, dieses Massagegerät ist eigentlich für Menschen gedacht und ich werde es demnächst selber benutzen. Ich wollte jetzt eigentlich den Spannungsbogen halten, damit ihr danach so ein "Oh was, Catwalk mag es nicht" Moment habt, aber ich habe es als Flop-Produkt vorgestellt, könnt ihr euch schon denken, dass es nicht gut ankam. Was ich aber sagen wollte, ist, dieses für Menschen gedachte Massagegerät wird überall im Internet mittlerweile nur noch als Katzenmassagegerät propagiert. Das liegt vielleicht daran, dass dieses Ding bei jeder Katze super gut ankommt. Ich habe so viele Videos gesehen, wo Katzen alle Viere von sich gestreckt haben und entspannt massiert werden stundenlang, dass die Mensch-Tier-Bindung dadurch noch mehr gestärkt wird. Nur bei mir kommt es überhaupt nicht an. Wenn ich das Ding anmache, ist Catwalk neugierig. Wenn ich ihm aber damit zu sehr auf die Pelle rücke, rennt er weg. Hab ich die einzige Katze, die vor diesem Gerät Angst hat oder generell Angst vor Entspannung hat? Nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, das ist ein Fail-Produkt, denn ich habe so viele Videos gesehen, wo es klappt und ich kann es mir tatsächlich bei fauleren, entspannteren, ruhigeren Katzen auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Hier kommt es aber bei Catwalk aktuell noch nicht gut an. Ich werde ihm aber noch ein bisschen Zeit geben und euch in meinen Stories up to date halten, ob er sich damit endlich massieren lässt. Falls er es nicht möchte, dann benutze ich es einfach mal. Oh, Entspannung, ganz schlimm. Jetzt wird es unkonventionell. Und zwar habe ich transparente Vogelhäuser gekauft. Das habe ich bei keinem TikToker gesehen, in keinem YouTube-Video oder Instagram-Stories. Ich habe mir aber gedacht, dass das super gut ankommt. Ich bin nämlich ein riesengroßer Fan von Vogelhäuschen und in meiner Familie, mein Papa, ist ein absoluter Vogelliebhaber. Der hat solche Sachen gebaut. Und alle möglichen Vogelarten, die es in Köln gibt, besuchen mein Vater, nur um dort einfach bei seinen mittlerweile 10 Vogelhäuschen, kein Witz, zu speisen. Übrigens wird mein Vater nicht nur von den für Köln typischen Papageien besucht, sondern von einem Specht. Ich habe in meinem Leben noch nicht einen echten Specht gesehen. Gehört ja, in irgendwelchen komischen Comics gesehen, ja, aber mitten in der Kölner Großstadt einen Specht gesehen?
Falls die Leute jetzt aufschreien mit dem leider sehr veralteten Urteil, dass man Vögel nicht füttern soll, weil sie sonst verlernen zu jagen, das stimmt so nicht. Gerade in der Stadt muss man den Vögeln ein bisschen nachhelfen, da sie weder genug Futtermöglichkeiten haben, noch genug Nistplätze. Gut, einen Nistplatz habt ihr damit nicht, aber ihr unterstützt so definitiv sehr viele Vogelarten. Nein, ihr betreibt damit keinen Artenschutz, denn euch werden wahrscheinlich eher Vögel besuchen, die eh in der Stadt wohnen. Aber auch die haben ein Recht dafür, genug Essen zu bekommen. Und übrigens, Experten raten dazu, das ganze Jahr über Vögel zu füttern. Ich habe mittlerweile auch seinen Kratzbaum in die Nähe von den Fenstern geschoben, damit er auf diesem Kratzbaum chillen kann und die Vögelchen beobachten kann. Das Schöne, wenn die jetzt auch in dem Häuschen sind oder davor sitzen, sieht er alles, weil es transparent ist. Und noch ein ganz kleiner Zusatztipp. Es gibt so eine Folie, die habe ich euch auch verlinkt. Die könnt ihr an eurer Scheibe befestigen. Der Clou daran ist, dass ihr von drinnen rausgucken könnt ohne Probleme, aber von draußen nicht rein. Das heißt, wenn vor eurem Fenster wilde Action ist, weil da unfassbar viele Vögelchen gerade kommen, dann kann eure Katze alles sehen und vor der Scheibe komplett ausrasten. Bei Catwalk ist das zumindest der Fall. Aber die Vögelchen dahinter bekommen nichts mit und können in Ruhe fressen. Es ist eine schöne Alternative, mit wenig Geld der Katze neue Kratzmöglichkeiten anzubieten. Außerdem könnt ihr diese Kratzbretter einfach mal irgendwo in der Wohnung verteilen und somit die Wohnung noch katzenartgerechter machen. Das Schöne an diesem Kratzbrett ist, es besteht erstens aus Stoff und nicht aus gepresster Pappe, wobei beides super gut ankommt, aber auf der Rückseite habt ihr so Klebestreifen. Ich habe hier sehr schnell gemerkt, wenn sich solche Kratzbretter verschieben, wenn die auf dem Boden liegen und Catwalk daran kratzt, dass er das Interesse daran verliert. Also kann ich das Brett problemlos auf den Boden kleben und dann auch wieder ohne irgendwelche Klebereste wieder abnehmen. Oder, richtig cool, ich kann es an Ecken an der Wand kleben, wo Catwalk mir die Tapete zerkratzt. Ich kann damit also meine Wand schützen. Von mir aus eine absolute Empfehlung. Ganz ehrlich, dieses Ding habe ich wieder zurückgeschickt. Denn ja, immer wenn ich es angeschaltet habe, saß Catwalk zwar davor und war neugierig und gespannt, aber gespielt hat er damit nicht wirklich. Und der Preis war es mir nicht wert, nur dass die Katze davor sitzt. Ich habe das nämlich bei TikTok gesehen und die Katze ist buchstäblich ausgeflippt deswegen. Ich muss hier aber erwähnen, dass Catwalk eher ein Freund ist von aktivem Spielen. Also wenn ich mit ihm zusammen tobe und nicht, wenn irgendetwas sich mechanisch bewegt und so eben mit ihm spielt. Grundsätzlich würde ich jedem auch eher zu aktiven Spieleinheiten raten. Wenn ihr zu Hause aber eine Katze habt, die häufiger alleine ist oder die schon etwas älter oder noch sehr jung ist und ihr so auch genug mit der Katze spielt, ist das wahrscheinlich ein schönes Gadget. Außerdem ist diese Feder für Catwalks Verhältnisse viel zu langsam raus und wieder reingegangen. Damit sein Jagdtrieb geweckt wird, hätte das alles viel schneller gehen müssen. Ich muss aber auch sagen, er hatte daran schon seine Freude gehabt und immer mal wieder gespielt und witzigerweise irgendwann herausgefunden, wie man das Ding anmacht und dann einfach selber immer auf den Knopf gedrückt, damit die Feder rauskommt. Aber im Allgemeinen hat er damit doch nicht so viel gespielt und jedes Mal relativ schnell die Lust daran verloren. Beziehungsweise irgendwann einfach die Feder wie eine Beute durch die Gegend getragen und dann auf den Boden geballert. Ihr müsst also für euch entscheiden, wie eure Katze spielt und ob sowas gut ankommt oder eben nicht.
Jetzt kommt etwas, wo ich schon ein wenig Angst habe, dafür gehatet zu werden. Ich stehe aber hinter diesem Produkt. Denn es gibt Sachen in eurer Wohnung, die müsst ihr schützen zum Wohl der Katze. Zum Beispiel, um den Tannenbaum zu schützen. Da habt ihr nicht so viel Kontrolle, wenn ihr nicht zu Hause seid, ob die Katze jetzt nun an dem Baum knabbert oder aus dem Tannenbaumfuß trinkt. Beides nicht so förderlich für die Katzengesundheit. Oder in meinem Fall war es so, dass Catwalk sehr oft auf den Fernseher gesprungen ist und diesen fast jedes Mal mit umgerissen hat. Egal wie ich den Fernseher gesichert habe, es war jedes Mal eine Gratwanderung, ob der Kleine alles runterreißt und in einem Totalschaden sitzt. Also habe ich das hier entdeckt. Das ist eine Folie mit so Spikes. Die Folie könnt ihr zurechtschneiden und dort platzieren, wo die Katze nicht hin soll. Kleiner Disclaimer. Wenn ihr euch für eine Katze entscheidet oder ein anderes Haustier, sollt ihr mit sowas nicht eure ganze Wohnung tapezieren. Das hier ist wirklich nur gedacht für Orte oder Gegenstände, die hochgradig gefährlich für eure Katze sind und ihr da phasenweise keinen Einfluss habt, ob die Katze dahin geht oder nicht. Zum Beispiel nachts, wenn ihr arbeiten seid oder in anderen Situationen. Das hier könnt ihr aber auch zur Konditionierung nutzen. Ihr könnt das also eine Zeit lang hinlegen und irgendwann mal wegnehmen und schauen, ob die Katze gelernt hat, an einen Ort nicht gehen zu dürfen. Und für die Leute, die sich Sorgen machen, das ist so eine Plastikmatte und diese Noppen sind jetzt nicht, Gott weiß, wie standhaft. Die geben schon nach im Notfall, wenn eine Katze da drauf geht. Der Vorteil also an dieser Matte ist, eine Katze wird dann nicht drauf springen, sondern gerade neue Flächen erstmal vorsichtig antesten und so, bevor sie die Pfote überhaupt aufsetzt, spüren, wo sie einen sicheren Tritt hat und hier eben nicht drauf treten. Also keine Sorge, hier entsteht keine unfassbare Verletzungsgefahr. Ganz im Gegenteil, ihr könnt damit richtig platziert dafür sorgen, dass die Katze sich nicht verletzt. Was sagt ihr zu den 5 Produkten? Kanntet ihr einige schon und findet ihr diese Idee gut? Soll ich euch häufiger neue Produkte oder gehypte Produkte vorstellen? Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, immer donnerstags und sonntags um 19 Uhr. Bis dann, tschüss!